Ja, moin. Hallo. Hallo. Ich mache heute Crashkurs WireGuard. WireGuard ist ein neues VPN oder eine neue VPN-Implementierung, die gerade stark daran arbeitet, in den Linux-Kernel direkt aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn ihr dann in einem Jahr das nächste Ubuntu LTS, ne, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr, aber in 2 Jahren das aktuelle Ubuntu installiert, könnte es schon sein, dass ihr WireGuard automatisch mit drin habt. Also du installierst den Kernel und dann kannst du automatisch einfach so VPN machen, was ja schon vom Sinn her ganz nett ist, aber erstmal zu anderen Dingen. Genau, was ist WireGuard? WireGuard ist erstmal aktuell noch ein Out-of-Tree-Kernel-Modul, es möchte wie gesagt in den Kernel reinwandern, der Entwickler ist bestätigt dabei, nachzufragen, was er noch ändern muss, damit es in Upstream aufgenommen werden kann. Dazu gehört ein Management-Interface, das heißt einfach WG. WireGuard funktioniert als VPN über Endpoints und laut IPs. Also ich sage, irgendwo da hinten ist meine Gegenstelle und die Gegenstelle darf da mit diesen IPs mit mir reden. Und das ist alles, was ich angeben muss. Und dann mache ich noch so ein bisschen Private Key, Public Key. Mitgeliefert wird außerdem so ein Schnellstart-Skript, das heißt wg-quick und ein systemd-service-File. Ich kann also einfach sagen wg-quick-add, dann das config-File, das heißt meist so wie das Interface, starte das und dann, bom, ist mein Tunnel offen und ich kann direkt anfangen, meine Pakete da reinzuschmeißen. Dann ist die Frage, ja, was sollen wir denn damit? Es gibt ja schon OpenVPN. OpenVPN ist, falls man jetzt nicht gerade aktuelle x86 habe, verwendet, ziemlich langsam. Das liegt daran, dass OpenVPN als Programm im User-Space läuft und nicht direkt im Kernel integriert ist. Also für jedes ankommende Paket nehme ich das Paket aus dem Kernel raus, kopiere das in den User-Space, mache da die Decryption und lege es dann wieder zurück. Außerdem ist OpenVPN relativ kompliziert zu konfigurieren. Wenn ich da mehrere Endpoints haben will, also ich habe irgendwie einen zentralen Server und möchte mich da mit mehreren Clients hinverbringen, muss ich anfangen, mir eine Certificate Authority zu basteln mit EasyRSA, dann füge ich da mein Server-Zertifikat hinzu, dann packe ich mein Client-Zertifikat noch mit dazu, dann muss ich zusehen, dass das alles ordentlich signiert ist, dass die Zertifikate alle mit ausgerollt sind, das ist alles schwierig. Für Peer-to-Peer kann man auch Pre-Shared Keys verwenden und in dem Fall ist es dann auch relativ egal, welche Seite die Verbindung initiiert. Und OpenVPN ist auf eingebetteten Geräten immer noch relativ langsam. Also wenn ich jetzt bei mir zu Hause so ein WDR 4300 habe, das ist so ein älterer TP-Link-Router, einer der besseren, der schafft mit einem OpenVPN gerade mal 12 Mbit. Und wie wir alle wissen, haben wir da wesentlich mehr Downstream-Leistung als 12 Mbit. Wenn wir so eine VDSL-Leitung haben, dann sind das mehr so 50 Mbit. Ein WRT 1200AC, was ein aktuelleres Gerät wäre, schafft tatsächlich auch an die 90 Mbit. In dem Fall geht dann mehr Geschwindigkeit ist mehr besser. 90 Mbit, damit können wir die VDSL 50 Leitung schon auslasten. VDSL 100 Vectoring ist schon wieder ein bisschen zu wenig. Aber alles in allem ist dann unser Router auch voll ausgelastet und wir sehen das im Load ebenfalls. Darum WireGuard. WireGuard ist schnell, weil nur im Kernel. Die Pakete kommen also am Kernel an. Man guckt nach, auf welchem Port die reingelaufen sind. Wenn das der Port ist, wo potenziell WireGuard-Pakete ankommen können, dann nehme ich die WireGuard-Pakete, gucke nach, ob die tatsächlich ordentlich signiert sind. Dann gucke ich nach, ob das eine Allowed IPs ist, also eine Adresse, mit der die Gegenstelle mit mir kommunizieren darf. Und wenn ja, dann decrypte ich das Paket und bin happy. WireGuard ist einfach zu konfigurieren. Ich habe, wie gesagt, nur Private Key und Public Key. Ich brauche für mich selbst den Private Key und die Gegenstellen müssen gegenseitig die Public Keys austauschen. Ganz normal. Ich habe diesen Allowed IPs, diese Allowed IPs Konfigurationsvariable, mit der ich festlegen kann, welche IPs die Gegenstelle mit mir benutzen kann. Wenn ich da jetzt so eine klassische VPN-Lösung haben möchte, wo einfach das ganze Internet getunnelt wird, sozusagen, dann könnte ich da auch einfach 0.0.0.0 und ...:.:.0 eingeben. Das heißt, alle Adressen können auch über diesen Endpunkt zu mir zu bekommen. Und ich brauche die Angabe, wo sich mein Endpoint tatsächlich befindet. Das kann entweder eine IP-Adresse sein oder eine DNS-Adresse. Die DNS-Adresse wird dann zum Konfigurationszeitpunkt automatisch in eine IP-Adresse aufgelöst und ich fange an zu versuchen, mit der Gegenstelle zu kommunizieren. Und WireGuard ist auch tatsächlich auf eingebetteten Geräten ordentlich schnell. Also ich schaffe wesentlich mehr als so eine Fast-Ethernet-Verbindung auch auf einem normalen Plastik-Router, den ich mir aktuell so kaufen kann. Genau, aber Emantor, wie mache ich das denn jetzt, dieses WireGuard? Ja? Ist ja ganz schön, was du da alles erzählst. Alles klar, also das Erste, was wir machen müssen, wir brauchen irgendwie Public Key und Private Key. Dafür gibt es das WG, WireGuard Tool, da sage ich einfach WG Keygen, dann kippe ich das in den T rein, der T schreibt das einmal in die
Datei Private Key und gibt es an das nächste Kommando weiter. Ich gebe das also als Input an WG Public Key. WG Public Key erzeugt aus einem Private Key einen Public Key und das Ganze schreibe ich dann in den Public Key. Und dann habe ich so ein schönes Private Key Public Key Paar. Dann lege ich mir das Interface an, also IP-Link Add. WG Stratum ist jetzt der Interface-Name, den ich da festgelegt habe und sage einfach, das Ding ist Typ WireGuard. Dann gebe ich dem ganzen Ding eine Adresse, IP-Address Add, def WG Stratum, mein Interface, das ich vorher erstellt habe, sage, da ist irgendwie 192.168.0.76.10/32. Ja, und dann hat das Ding schon eine Adresse. Dann kann ich WireGuard sagen, welche Endpoint-Variablen und welcher Private Key und welche Allowed IPs da verwendet werden. Das mache ich einfach über das WG-Set-Kommando. Ich sage also WG-Set, gebe den Interface-Namen an, dann Private Key mit einem Punkt / Private Key für die Datei, die ich vorher erstellt habe. Nimm Allowed IPs, das ist jetzt in dem Fall das komplette Netz, das der Stratum 0 hier zur Verfügung hat. Also da fehlt eine 1, das müsste 176.0.22 sein. Und Endpoint ist roadwarrior.stratum0.net. Stratum0.net ist unser dünn DNS-Service und roadwarrior sollte immer die aktuelle IPv4 sein. Anschließend füge ich noch eine Route hinzu, damit ich da tatsächlich auch drüber routen kann. Und da fehlt noch ein letzter Punkt. Ich muss natürlich das Interface noch starten. Über einen IP-Link, Setup, WG-Stratum geht da das Interface hoch und ich kann anfangen zu versuchen, mit Gegenständen zu kommunizieren. Und wenn der initiale Handshake dann erfolgreich war, sagt die Gegenstelle, alles klar, nehmen wir und dann kannst du... Dann kommen meine Pings tatsächlich auf der Gegenstelle an und ich kriege meine Replies dafür. Ah, das war doch voll lang. Geht das nicht einfacher? Ne, ich habe ja erzählt, dass OpenVPN viel, viel komplizierter ist. Das waren jetzt bestimmt 5 Konfigurationsschritte. Klar, geht auch einfacher. Wenn wir das ganze Ding jetzt konfiguriert haben, können wir einfach sagen, wg-showconf auf das Interface, das wir gebastelt haben, kippen das in die etc-wireguard-wg-stratum.conf, ja, ist schon Systematik dahinter, und sagt dann einfach systemctl-start-wg-quick-at-wg-stratum.service. Er nimmt also die ganzen konfigurierten Variablen, die ich vorher in das Interface reingeklippt habe, packt das in die richtige Konfigurationsdatei. In der Konfigurationsdatei müsste ich dann eventuell noch die Adresse hinterher fixen. Die steht jetzt in dem Device nicht automatisch drin und startet das einfach und dann läuft mein Link einfach so. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt noch sagen, systemctl enable wg-quick at wg-stratum-service, dann startet er es tatsächlich auch, wenn ich meinen Laptop aufklappe oder neu starte. Okay, und wenn wir das jetzt von Anfang an nicht mit den Konfigurationsschritten machen wollen, sondern mit der Config, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe halt so eine kleine Interface-Section, wo ich sage, welche Adresse mein Interface hat, gebe den Private Key ein, der ist jetzt an der Stelle da nicht, sage, welche Peers ich habe, das da ist der Public Key von der WireGuard-Instanz, die da hinten auf der APU im Serverschrank läuft, sage, welche IPs darüber geroutet werden dürfen und gebe einfach noch den Endpoint an. Wo gibst du diese Public Key am Anfang ein? Also du musst ja irgendwie wahrscheinlich dein roadwarrior.stratum0.net irgendwie authentifizieren, oder? Ja, das ist der Public Key von dem roadwarrior.stratum0.net. Kam das vorher irgendwo vor? Also bei der... Nee, du hast nur deinen eigenen generiert. Du hast deinen eigenen Public und Private Key generiert. Ja, das kommt auf der nächsten Folie. Okay, und wo kann ich jetzt meinen Pub Key abgeben? Ja, ganz einfach, du schreibst dem phoenix@emantor.de deine Adresse, beziehungsweise deinen Public Key, und kriegst dann die Antwort mit deiner Adresse, weil du brauchst halt eine eigene Adresse, die du auf der anderen Seite des Tunnels verwenden kannst, und ich schicke dir auch die passende Konfiguration mit, damit du die direkt ablegen kannst und dann kannst du direkt deinen Tunnel starten. Genau, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist ganz kurz, das Ding verwendet Curve 25519 für den Key Exchange. Da kann man einen ECDH Key Exchange machen, aktuelles ChaCha 20 und Poly 1305 für die Authenticated Encryption und Blake2S für Hashing. Das ist so der grobe Abriss. Wer mehr dazu erfahren will, fragt nochmal an anderer Stelle oder auf der nächsten Folie. Genau, wo kann ich jetzt mehr erfahren? Es gibt das WireGuard Whitepaper dazu. Das wird auch kontinuierlich weitergeschrieben. Im Moment hat das so 20 Seiten, beschreibt so das Message-Format, wie die Pakete aussehen müssen, wie die Authentifizierung abläuft, wie die Handshakes ablaufen. Natürlich ist es so, dass wenn ich das erste Mal mit dem Peer kommuniziere, ich erst einen Handshake machen muss, einen One-Round-Trip-Handshake, und dann kann ich erst anfangen, tatsächlich verschlüsselte Pakete zu schicken. Ja, noch Fragen? Dann jetzt. Also P2P-Netzwerke kann man damit machen. Also du kannst auch im Grunde genommen so Mesh-Netzwerke abbilden wie, was weiß ich, mit wie heißt denn das Ding? Tink. Tink, genau. Tink.
Ja. Jein. Also WireGuard an sich bildet erstmal nur Peer-to-Peer-Verbindungen. Die Idee ist tatsächlich, WireGuard in Tink zu integrieren, um dann Tink automatisch die Tunnelkonfiguration erstellen zu lassen. Da hat der WireGuard-Entwickler auch mit dem Tink-Entwickler schon gesprochen und die fanden das eigentlich eine ganz gute Idee. Was daraus wird, muss man mal schauen. Ja. Sonst noch Fragen? Alle Wunschlisten? Ich habe eine Frage. Und zwar, jetzt, also, es sind ja eigentlich zwei Dinge: ein Kernel-Space-Modul, was irgendwie Tunneling und Krypto kann, und ein so ein User-Space-Geraffel, was irgendwie für Config-Magic und so macht. Inwiefern ist das denn eins oder eben auch nicht eins? Der User-Space-Part ist natürlich separat von dem Kernel-Modul. Also, keine Ahnung, angenommen, morgen fällt mir ein EC, was auch immer, gefällt mir nicht. Ich will RSA machen, weil ich dumm bin. Kann ich das tun? Nein, das kannst du nicht. Also, erstmal per se ist das, im Moment ist festgesetzt, dass du Curve 25519 machen musst für Public Key, Private Key und auch die anderen beiden Algorithmen. Und das sind aktuell halt die Top-of-the-Line-Krypto-Implementationen, die man sich finden kann. Theoretisch könnte man das nachher noch weiter erweitern. Aber bis jetzt ist es in dem Paper halt nicht vorgesehen, weil die Implementation erstmal so einfach wie möglich sein soll. Was da später an Erweiterungen dazukommen kann, ist halt auch nicht abzusehen. Du machst den Key Exchange im Kernel oder im Kernel dann? Du machst den Kernel Space. Okay. Ja. Was sagen die Leute zu Increased Attack Surface im Kernel Space? Also ich meine, sie haben jetzt mehr Code im Kernel und zwar nicht unmagischen Potenzial mit Netzwerk Parsing und so Graffel. Warum machen sie es im Kernel Space? Ist alles schon da. Von was? Andere Dinge parsen auch Netzwerkpakete. Also es ist tatsächlich so, das Problem ist, es gibt schon einen kompletten Krypto-Layer im Kernel und der IPsec-Teil macht genau dasselbe. Okay. Ja. Genau. Okay. Das Problem beim aktuellen Upstreaming-Gedanken ist halt auch, dass die Krypto-API im Moment weder Curve 25519 noch Poly 1305 noch ChaCha20 kann. Deswegen müssen die ganzen Krypto-Primitiven, die sie für WireGuard brauchen, erstmal in das Krypto-Subsystem vom Linux-Kernel eingebracht werden. Das ist im Moment der Hauptblocker, das ganze Upstream zu bekommen. Konfiguration von IP-Adressen und sowas, wie man das bei OpenVPN mit Server-Mode machen kann? Gibt es im Moment noch nicht. Out of Band, also du brauchst dann ja eine In-Band-Kommunikation, wo du deine Informationen pushen kannst. Steht auf der To-Do-Liste, wird aber wahrscheinlich erst nach dem Upstreaming passieren. Und sonst macht man DHCP, oder? Und sonst, kann man machen, wenn die Laut-IPs das nachher erlauben. Also wenn du DHCP machst, muss die Gegenstelle halt wissen, dass da Laut-IPs sind. Aber theoretisch kannst du DHCP machen, ne? Da ist nur IPv4. Ja, geht auch IPv6, ist egal. Wie sieht das mit dem Routing darüber aus? Wenn nur eine Adresse für ein Endpoint? Du kannst einfach eine komma-separierte Liste für Endpoint-Adressen angeben. Genauso wie für Outloud-IPs. Also wenn du die Konfiguration hier offen hast, dann kannst du da einfach einen Komma setzen und eine weitere Adresse hinzufügen. Und beim Starten fügt er dann alle Adressen für das Interface hinzu und legt auch die Routen automatisch an, wenn sie in Outloud-IPs drinstehen. Mhm. Genau, primär Grund, warum das im Moment noch nicht mit IPv6 funktioniert, ist, dass ich ein paar Probleme mit dem ULA hier für das Netz hatte. Da gab es irgendwie Adresskollisionen und ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Deswegen ist das im Moment aus. Und deswegen kann man dann keinen IPv6 hierher routen, weil du nur das vom Provider zugeteilte Präfix bekommst, was du natürlich nicht durch den Tunnel routen willst. Ne? Dass sich auch alle jeden Tag einmal ändert. Und dann müsstest du dynamisch die Laut-IPs anpassen, was aber nicht ohne Inband-Protokoll geht. Was ein bisschen. Ja. Sonst noch Fragen? Ja, das wird schon gut.